Denn zwei Tage zuvor auf eigenem Eis hatten die Adler gegen Iserlohn zahlreiche Großchancen. Am Ende siegten aber die Gäste mit 3:1, weil sie vor allem kaltschnäuziger und treffsicherer waren. Einmal mehr ein Tor bei eigenem Powerplay leitete diese Niederlage ein. Nur Düsseldorf und Wolfsburg haben mehr Gegentore bei numerischer Überlegenheit bekommen. Nicht nur diese Tatsache war auffallend, sondern auch, wie schwach das Powerplay derzeit insgesamt ist. Nicht mal bei 5:3 sprang Zählbares heraus. Wie sehr Statistiken täuschen können, konnte man an diesem Abend sehen. Denn was die Zahlen angeht, sind die Mannheimer das 6. beste Powerplay-Team der Liga. Zu sehen war auf dem Eis wenig davon. Obwohl man auch sagen muss, manchmal fehlten eben auch nur Millimeter zum Torerfolg. Die Mannschaft hat alles versucht, hat alles gegeben, das steht mal im Vordergrund. Aber ich sag mal, man muss halt bei so einem Spiel seine Chancen auch nutzen. Und es nützt halt nichts, wenn man schön in Überzahl immer die Scheibe kontrolliert, aber trotzdem wenig zum Tor bringt. Und das war heute, glaube ich, der Schlüssel zum Spiel. Genau, die Ideen waren richtig, aber diese Pässe waren vielleicht 1-2 Zentimeter neben. Und wir wollen schießen, wenn wir so passen. Und das ist ein normaler Verlauf, wenn man sich unbedingt ein Spiel gewinnen will. Das vorab zum 6-Punkte-Spiel auserkorene Match wurde endgültig in der 55. Minute entschieden, als Michael Wolf das 1:3 erzielte. Die Roosters waren sicher nicht das bessere Team, aber 46 Mal schoss Mannheim aufs Gästetor, 21 Mal schoss Iserlohn aufs Adlergehäuse und traf dabei 3 Mal. Das war der Unterschied.